herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal der Modellbau. Ich bin der Sven und heute geht es weiter am Porsche 917 kH von IXO Kollektion und zwar mit den Bauphasen 21 bis 24. Und zwar werden wir an unseren Motor hier unten noch ein paar Teile an die Auspuffanlage anbringen. Dann werden wir in Bauphase 22 und 23 Leitungen anbringen. Das wären dann diese hier. Das machen wir zweimal. Und dann in der Bauphase 24 bekommen wir unter anderem den Bremsflüssigkeitsbehälter. Dann auch hier sind ein paar Leitungen dabei. Dann Scheibenwaschflüssigkeitsschlauch ist dabei. Scheibenwaschpumpe. Also es wären dann hier die kompletten Teile, was wir dann in der Bauphase 24 machen werden dürfen. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mit 21 an, machen die Teile an die Auspuffanlage ran und dann geht es weiter mit den Leitungen. Und dafür hole ich euch jetzt ein bisschen dichter ran und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. In Bauphase 21 bekommen wir den oberen und den unteren linken Auslass, genauso wie die rechte Seite. Dann bekommen wir die Auslasshalterungen zweimal und dazu bekommen wir AB, IM und BB Schrauben. Als erstes sollen wir den linken Auslass anbringen und zwar kommt der hier rangesetzt. Da haben wir hier so einen kleinen Nupsi, der wird dann hier so drauf gesetzt. Das halten wir jetzt fest und jetzt sollen wir das hier innen. Da haben wir hier so ein kleines Schraubloch, das mit einer BB-Schraube verschrauben. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da am besten rankommen. Ja. Das müssen wir jetzt mal schauen, wenn die Schraube mal so will, wie ich will. So, jetzt versuchen wir es noch einmal. Das hebe ich mal ein bisschen weg. Ach man, die Schraube will nicht. Ach man, geht ja schon gut los. Und hier muss man höchst vorsichtig sein, nicht dass wir hier uns irgendwas wegbrechen. Das haben sie schon blöd gemacht, muss ich sagen. Ach, wieder nicht getroffen. So, ich versuche es mal mit einem anderen Schraubendreher. Kommst nicht ran. Man kommt nicht so wirklich ran. Aber das muss auf jeden Fall daran. Ich mal schauen, ob es so besser geht. Ja. So funktioniert das, Leute. So, das habe ich. Und jetzt brauchen wir die linke Abdeckung. Die kommt jetzt hier auch drauf. Da haben wir hier so ein Schraubloch. Das wird jetzt hier so drauf geklickt. So. Und das Ganze soll verschraubt werden mit einer AB-Schraube. Okay. Dann legen wir das uns hier so rüber. So, das habe ich. Und jetzt kommt die Auslasshalterung kommt jetzt ran. Und jetzt muss man schauen. Die wird hier so draufgesetzt. Andersrum. So, und jetzt soll das hier verschraubt werden mit einer IM-Schraube, also Schneidöl. Und jetzt schauen wir, dass wir das auch gleich alles treffen.
Ach, was ist denn heute los? Irgendwie funktioniert heute gar nichts. So, probieren wir halt unser Glück noch einmal. Na, wo haben wir das Loch? Habe ich es getroffen? Jetzt. So, das habe ich. Und so wie ich das denke, machen wir das ganze Spiel jetzt nämlich auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal. Da wissen wir ja jetzt, wie es geht. Also hoffen wir es mal. Und zwar, jetzt brauche ich dieses Teil. Das legen wir wieder uns hier so hin. Dann eine BB-Schraube. Na, warum wollen die Schrauben nicht so, wie ich will? Habe ich jetzt überhaupt getroffen? Nee. Bleib mal dran. Wenn man denkt, man weiß, wie es geht, schon kommen wieder bei anderen Fehler. So, das habe ich. Jetzt machen wir uns das Teil wieder drauf. Klack, klack. Dann wieder eine AB-Schraube, genau. So, und jetzt machen wir das hier vorne auch wieder, wie wir es gerade gemacht haben. So, und was haben wir da gehabt? IM-Schraube, ne? Haben wir auch nur noch eine. Und jetzt schauen wir, dass wir das hier vernünftig treffen. Ja, das hat schon besser funktioniert. So. Genau, Bauphase 21 ist damit erledigt. So schaut das Ganze jetzt aus, dass die Auspuffanlage quasi komplett ist. So, und jetzt schauen wir, wie es mit der 22 weitergeht. In Bauphase 22 bekommen wir den sogenannten Zünder, dann den Zündkopf, dann haben wir hier Zünddrahtstecker nennen die das. Das wären dann diese kleinen Teile. Dann bekommen wir die Leitung, die wir noch selber zurechtschneiden müssen. Und dazu bekommen wir AB-Schrauben. Als erstes sollen wir die zwei Teile miteinander verbinden. Da haben wir hier solche Einkerbungen. Oder ja, und hier kommt es dann so draufgesetzt. Und das Ganze soll jetzt verschraubt werden mit einer AB-Schraube. So, das habe ich jetzt. Und jetzt sollen wir überall diese Zünddrahtstecker draufbauen. Tun wir uns mal einen raus. So. Dann nehme ich gerne die Pinzette dazu. Und dann fangen wir hier an. Das müssen wir insgesamt 14 Mal machen. Das muss richtig reinklicken. So schaut das dann aus. Das mache ich jetzt ringsrum.
mit allen 14 Stück und dann melde ich mich sofort wieder. Ich habe jetzt alle Zünddrahtstecker hier drauf. Jetzt soll das hier drauf gesetzt werden. So. So, das passt. Und dann habe ich mir schon mal zwei Leitungen vorbereitet, a 10 cm. Und jetzt fangen wir mal an. Und zwar, der erste soll, jetzt müssen wir uns das, ja, jetzt müssen wir das, und zwar der erste, wenn ich das richtig sehe, kommt hier drauf. Kann man ganz schlecht erkennen. Nee, wann? Moment, Moment, Moment. Jetzt erkennt man erstmal, wie das hier richtig drauf ist. Das kommt so hin. So. So. Und dann kommt der hier drauf. Gut, kann man schön mit dem Finger machen. Und jetzt soll der 22D, nennen die das hier. Und zwar soll der hier hingesetzt werden. Gut, das heißt, wir müssen den hier so unten durchführen. Hä? Moment. Komme ich hier durch? Ja. Ihr seht gar nichts. So, jetzt. So, hier durch. Nicht zu stark ziehen. So. Und dann setzen wir den hier drauf. So, nochmal Anleitung. Ja, haben wir alles richtig. So. Hoppala. Wir haben die erste Leitung befestigt. Die zweite. Dann drehen wir uns das wieder so hin, wie in der Anleitung. Die zweite kommt jetzt hier daneben so hin. So. Dann ziehen wir das uns wieder hier durch. Jetzt muss ich schauen. Nee, ich habe einen Fehler gemacht. Ich war schon wieder einen Schritt weiter. Also nicht hierhin, der kommt hierhin. Also hier auf diesen Zapfen kommt er hin. Den wir jetzt aufgesetzt haben, der kommt dann da drüben hin. So, dann ziehen wir uns das nächste hier durch. Wenn man durchbringt. Na. Den ersten kriegen wir schön durch. Ja. Ein bisschen biegen, dass wir den hier irgendwie durchfummeln können. So, da ist er. Da ist er. So. Und der. So. Und der kommt jetzt hier hin. Gut.
Gut. Und das wird jetzt insgesamt, wenn ich das richtig sehe, 14 Mal gemacht. Und das würde ich jetzt auch hinter der Kamera machen. Also die ersten zwei Leitungen haben wir jetzt ja gemacht. Und das machen wir jetzt reihum, bis wir hier alle angesteckt haben. Und ja, wenn ich dann soweit fertig bin, melde ich mich sofort wieder. So, ich habe jetzt alle Leitungen auf dieser Seite befestigt. Solltet ihr euch mal verschneiden, ist kein Problem. Ihr habt hier noch 23 cm übrig. Und das Gleiche wird jetzt in der Bauphase 23 auch gemacht. Hier haben wir die identischen Bauteile. Anhand der Anleitung zeige ich euch das mal. Also wir werden wieder diese zwei Teile zusammenbauen. Dann kommen diese Teile drauf und dann geht das hier los mit der Verkabelung. Und dann steht auch hier zum Beispiel 8,2 cm, 9,8, 12 cm und so geht das komplett durch, bis wir in der Bauphase 23 hier hinten angekommen sind, so dass wir hier die ganzen Leitungen befestigt haben. Und ja, das werde ich jetzt machen. Für die eine Seite hier habe ich jetzt circa 15 Minuten gebraucht. Es ging relativ gut. Es wird halt hier dann etwas schwierig, die Leitungen dann noch durchzubringen. Dann müsst ihr genau in der Anleitung schauen, ab wann diese Leitungen hier durchgeführt werden. Gut, also ich werde mich dann wieder bei euch melden, sobald ich diese zweite Seite fertig habe. Und dann ja, zeige ich euch das fertige Ergebnis von unserem Grande Motore. So, ich habe jetzt alle Leitungen befestigt. Was ich jetzt hier auf der Seite nicht so schön finde, dass die Leitungen über, also so drüber gehen. Ging zwar schneller zu machen, dafür habe ich jetzt genau 10 Minuten gebraucht, höchstens. Mir gefällt halt die Seite deutlich besser, ne? Und wir haben noch einiges an Draht übrig, also Zünddraht nennen die das ja. Und wir haben auch noch solche Zünddrahtstecker übrig. 2, 4, 6, 7 Stück insgesamt. Ich werde die mir mal vernünftig auf Seiten legen. Man weiß ja nie, ob eventuell mal eins abgeht, wo man dann wieder nachlegen muss. Gut, somit haben wir jetzt Bauphase 22 und 23 abgeschlossen. So viel wie ich weiß, ist auch der Motor jetzt fertig. Also wir werden an dem Motor nicht mehr viel machen müssen. Gut, weiter geht's im Text. Bauphase 24. Ich zeige euch gleich mal die Teile, die wir alle bekommen. In Bauphase 24 bekommen wir den sogenannten V-Rahmen. Der ist aus Metall. Dann bekommen wir Halsband Link. So nennen die das. Okay. Dann haben wir Bremsflüssigkeitsbehälter zweimal. Die sind aus Plastik. Und hier steht auch was drauf. Ich kann es jetzt nicht erkennen. Und dasselbe haben wir aber auf der Seite auch. Aber da ist nur ein Aufkleber drauf. Dann bekommen wir zwei Kappen. Dann, okay, die nennen das Unterstützung. Auch nur so ein Plastikteil ist das. Dann bekommen wir zwei Bremsflüssigkeitsschläuche. Dann haben wir hier, okay, das ist gut übersetzt, Scheibenwaschbecken. Okay. Hat was. Dann einen, die Scheibenwaschpumpe. Das ist dieses kleine Teil. Dann einen sogenannten Clip. Oh, hier ist ein durchsichtiger. Und zwar, wie nennen die das? Scheibenwaschflüssigkeitsschlauch ist das. Ja, und dann bekommen wir noch AB-Schrauben. Und dann haben wir hier noch was.
Ja, eine Kappe, so nennen die das. Gut, dann werden wir das mal montieren. Als erstes werden wir die zwei Teile miteinander verbinden. Das wird dann hier draufgesetzt. Da ist auch so ein Halbmond nur. Also dürfte eigentlich nur in eine Richtung gehen. Zack. Und dann sollen wir auch den durchsichtigen Schlauch hier anbringen. Wenn er drauf gehen würde, jetzt müssen wir ihn doch vielleicht ein bisschen aufglitzen. So. Dann schauen wir mal, dass der hier irgendwie drauf geht. Der soll richtig drauf, oder? Ja. So. Und dann wird er hier oben draufgesetzt. Geht ein bisschen straff. Hier ist schöner drauf gegangen. Warum geht es hier nicht so schön? Gut, dann lassen wir das so, wie es ist. Dann haben wir ja hier noch unsere Kappe. Zack, die kommt dann nämlich hier drauf. So. Und das Ganze soll jetzt hier an den sogenannten V-Rahmen. Da haben wir hier das Schraubloch. Hier haben wir noch einen Nupsi mit dran, der dann hier vorne reingreift mit. So. Und das Ganze sollen wir jetzt mit einer AB-Schraube verschrauben. So, somit haben wir das auch fest. Jetzt kommt hier dieses Teil. Das kommt jetzt hier drauf. Jetzt müssen wir mal richtig schauen. So, so. Es wird auch bloß reingesteckt. Also, ich hoffe nur. Das mit dem Zusammenstecken, das ist ja immer so eine Sache, ne? Aber hat wunderbar funktioniert. Jetzt brauchen wir einmal dieses Teil. Dann brauchen wir dieses. Dieses. Und einen Schlauch. Gut. Jetzt bauen wir das mal zusammen. Also, das wird hier so reingesteckt. So, dann soll hier oben die Kappe drauf. Oder? Habe ich das jetzt falsch rum? Ne, die Kappe kommt ja hier unten hin. So, dann muss das nicht dahin, sondern hier hin. So. Und dann soll hier unten die Leitung ran. So. Erledigt. Umblättern. Dasselbe machen wir jetzt mit dem Teil auch. Und da brauchen wir auch die Kappe. Dann machen wir die Kappe aber gleich drauf. Dann das hier wieder drauf. So. Und genau, die Leitung soll jetzt hier noch mit hin. Und dann haben wir ja noch ein Teil. Das wird nämlich jetzt hier so rum drauf gesteckt, so dass die Nupsis in dem Fall zu mir zeigen. Und alle Teile verbaut. Gut. Und somit haben wir jetzt auch die Bauphase 24 erledigt. Juhu! Paket 6 ist fertig.
Ach mei. Aber muss sagen, war schön zu bauen. Hier zeige ich euch jetzt nochmal der Grande Motore. So, ein bisschen rauszoomen. So. Ja, schaut doch schon. Boah, der ist. Wie schwer der ist, kann ich euch nicht sagen, aber der hat schon ein gutes Gewicht und auch von den Farben her finde ich das sehr gut gelungen. Wie schon vorher erwähnt, das hier finde ich natürlich jetzt nicht so toll, dass sie das so gemacht haben und nicht wie auf der anderen Seite. Gut, dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Phase 21 bis 24 ist jetzt hiermit abgeschlossen. Unseren Motor haben wir vervollständigt. Und ja, ich denke, das ist auch vom Motor her gesehen das Endergebnis. Wir haben hier noch die zwei anderen Teile, die Wasserbehälter, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und in der Bauphase 25 bekommen wir ein ganz, ganz großes Teil. Ich habe das mal hier. Und zwar ist das der untere Rahmen. Auch zweifarbig, ein bisschen dunkelgrau und schwarz. Und ja, da wird es dann in den nächsten Ausgaben weitergehen. Ich kann ja mal ein bisschen schauen, was dann so 26 gemacht wird. Da bekommen wir dann die Fußpedalen, also die Gasbremse Kupplung. Die wird dann angebaut, inklusive dem Schalter. Wenn man, ich denke, wenn man es aufs Bremspedal drückt, dass dann die Bremslichter leuchten. Dann, was bekommt man noch Schönes? In der Bauphase 27 kommt das Armaturenbrettrahmen. Genau. Und in der 28, was bekommt man da Schönes? Anlage, Unterstützung, Befestigung, Feuerlöscher. Okay. Also ziehen. Feuerlöscher ziehen. Keine Ahnung, Leute, was das heißt. Lassen wir uns überraschen. Ja, das wird dann in dem Paket 7 dann gemacht. Und ja, das ist auch jetzt vorerst das letzte Video aus diesen Räumlichkeiten, weil ich jetzt gleich nach dem Video werde ich hinter mir meine Regale abbauen, Tische wegbauen, weil in ein paar Tagen ist mein Umzug. Und dann hoffe ich, dass wir in den neuen Räumlichkeiten uns wiedersehen. Würde mich sehr freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen da. Über neue Abonnenten würde ich mich auch freuen. Klickt dabei auf die Glocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video von mir. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Bleibt mir vor allem gesund. Bis dahin, tschüss, euer Sven.